Hey YouTube, hier ist PokeBeat TV. Wir melden uns zurück und zwar in dieser Woche wieder mit einem weiteren Pack-Battle. Nach der unglaublichen Niederlage gegen Aurizorus TCG wagen wir uns nochmal an einem Pack-Battle. Und zwar in dieser Woche mit Card Buddies. Ja, was machen wir auf? Heute machen wir es in ein bisschen kleinerem Maßstab. Und zwar haben wir uns entschieden, uns mit einer Shiny Darkrai GX-Box zu battlen. Warum wir diesen schimmernden Legendenartikel wohl ausgesucht haben. Das können sich vielleicht ein paar von euch denken, wieso wir das gemacht haben. Auf jeden Fall Goi, weil der lacht uns wieder aus. Ja, genau. Weil wir wieder irgendwas von Shiny Legends aufmachen. Ein Raichu und ja, ihr wisst, was passiert. Dabei Schimmernde Legenden, die Besonderheit ist, dass jede Karte eine Odo ist, ist die Punktevergabe diesmal ein bisschen anders. Und zwar gibt es einen Punkt für eine Reverse Rare, 2 Punkte für eine GX-Karte, 3 Punkte für eine Full-Art-Karte und 4 Punkte für eine Secret Rare, / schimmernde. Und 1 Million Punkte für Mewtwo im fucking Glas. Vielleicht. So schaut's aus. Davon wissen jetzt Card Buddies nichts, aber das ist unsere eigene Richtlinie. Sobald wir Mewtwo im Glas ziehen, ist das Battle automatisch für uns gewonnen. Genau. Nein, legen wir los. Ja, legen wir los. Lammeln gar nicht mehr lange rum. Card Buddies, wir wünschen euch viel Glück. Mhm. Ja, wir wünschen uns auch in gewisser Art und Weise viel Glück. Ja. Möge der Bessere gewinnen oder möge der Glücklichere gewinnen, weil es hat ja nichts mit Können zu tun in dem Fall. Ja, Moment. Richtig. Barbarisch wie immer, ganz ohne Trusty Knife geht das Ding auch auf. Das ist jetzt schon die dritte, die wir, glaube ich, auch machen. Das ist jetzt die dritte, richtig. Ja. Dafür, dass das Ding am Anfang, gib mir den Müll, so rare war und wir gar nicht die Möglichkeit hatten, es irgendwo irgendwie zu kaufen. War irgendwie sofort ausverkauft. Ja, ist aber auch eine geile Kiste. Total. Ist auch eine schöne. Darkrai ist auch einfach super geil. Ein bisschen salty finde ich immer noch, dass es keine Blackstar-Promo ist, sondern eine A-Karte sozusagen. Was meinst du mit A-Karte? Ja, da steht A unten drauf. Meinst du, das ist eine Abkürzung für irgendwas? Keine Ahnung. Darüber lassen wir euch jetzt entscheiden. Genau. So, du kriegst eine Sleeve für das Darkrai GX. Also für die, die jetzt nochmal neu eingeschaltet haben, halten wir das Ding auch gleich nochmal in die Kamera. Ja. Mein Gott, was für eine schöne Karte. Ja. Geil. Und sehr schön. Natürlich Hashtag FavoriteBox, weil sie es geschafft haben, die große Karte genauso zu designen wie die kleine. Das ist nochmal das Ganze im Big Time. Man freut sich ja mittlerweile über die Kleinigkeiten. Richtig, dann haben wir 4 Booster-Packs der Erweiterung Schimmernde Legenden, 1 TCGO-Code. Für euch? Müll für mich. Genau. Ich werde 2 aufmachen, Bruder wird 2 aufmachen und wünscht uns Glück. Yes. So. Ich würde wirklich verrecken, wenn da jetzt irgendeine Karte drin ist, die wir noch benötigen. Ich würde wirklich sterben. Ja, noch einen für euch. Also was, Brudi, wir sollten in dem Video alle Codes einfach in die Kamera halten. Weg damit. Ja. So, wir haben ein Arbok. Super Anziehungskraft, Chris, Baldurfisch. Und ist der Finger oben? Wird mir nicht loben. Ja, genau. Zur Ruhe. Ein Plüssel. Bitte ich versuche schnell, ich sehe am Ende was. Echt jetzt? Ja, ich habe gerade was Visa gesehen, wo du da umgedreht hast. Dieser Knosp. Ah, das war wahrscheinlich das Reiko. Das ist aber eine Reverse Rare. Die zählt stimmt. Doch einen Punkt. Ja, richtig. Okay, und was ein haben Punkt. Wir danach? Entei. Entei GX. Sehr geile Sache. Cool. Das ist doch mal ein super Start, oder? Das ist ein richtig guter Start. Gleich mal gut hingelegt hier. Mhm. So. Bulk. Bulk to the side. Weiter geht's. Und es dann zu schaffen, wirklich noch eine Reverse Red zu ziehen, cool. Schön. Ja. Achso, ja. Ja, komm, ja. Hau weg. Weg damit. Sehr schön. So. Es geht weiter mit einem Bisaflor, Hyperball, Cleopatra, Knilz, Golbit, Felilu, ein Plusl, Flunschlick. Die Reverse ist Chris. Uncommon. Und die Rare Impact ist ein Caldeo. In Holo. So, Bruder. Fast bei Shiny Legends gar nicht dazu sagen. Ja, eigentlich hast du Everything recht. Holo. Eigentlich hast du recht. Everything Holo. Ja, aber trotzdem. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier 1 Punkt. Ja. 3 Punkte. Ja. Ja.
Das ist voll okay. Ein TCG O-Code on the go. Gönnt euch, ich spiele das Energy Game. Ja. Nicht, weil ich verliere, aber ich zeige sie einfach mit. Eine Wasserenergie. Golgantis. Bojelin. Boah, der macht mega Damage. Irokex. Surukex. Mietzunder. Plossel. Barmelin. Ein Kanimani. Die Reverse ist ein Arbok. Das ist leider eine Nanhalo. Und die Rare, ein Iveltal in Holo. Keine Punkte. Last Pack Luck. Last LPL, Pack. LPL. Ja, vielleicht. Mich grinst ein Flunschlick an. Oh ja. Und für euch ein weiterer TCG-Online-Code. Schon wieder eine Wasserenergie. Ein Hyperball. Impagator. Tali. Flunschlick. Karpitz. Rettern. Golbit. Voltoball, unsere letzte Reverse ist ein Venufliebes, leider eine Ankommen. Und die letzte Rare ist ein Hooper. Allerdings ein gut spielbares Hooper. Bringt uns aber leider in diesem Pack-Battle keinerlei Punkte. Ja, das war's auch schon wieder. Ja. Schnelles Video, schnelles kurzes Video für den Montag. Ja. Wir haben einen Punkt, wir haben drei Punkte. Ja, immerhin. Mal gucken, was die anderen hier aus vier Packs ziehen. Es kann sein, dass sie richtig gute Sachen ziehen. Es kann sein, dass man gar nichts zieht. Wir hatten schon Boxen, die waren ja komplett dead. Ja, ja. Wir hatten aber auch Boxen, wo man aus 3-4 Boostern 3-4 Hits hatte. Absolut, es ist halt Glück. Aber nichtsdestotrotz, wir drücken euch die Daumen und wir sind echt gespannt, was kommt. Ja. Wahrscheinlich schauen wir es uns jetzt gerade in diesem Moment an. Gut möglich. Wir freuen uns auf jeden Fall mega auf euer Video. Sind dankbar, dass wir das mit euch machen können. Ja. Und hoffen, dass das nicht das letzte Battle war. Ja, richtig. Okay. Und mit diesen schönen Worten leitet Bruderherz nun die Abschlussworte ein. Ja, aber nur, wenn du mir deine Daumen leist. Wie immer. Alles klar. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Einen Daumen runter, wenn nicht, das ist auch okay. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. In diesem Fall sogar wirklich, weil es wird Montag released. Wir releasen Montag ein Video. Wird allerdings nicht zur Angewohnheit. Nein, wirklich nicht. Wir sind eher so die Wochenendmenschen. Ja, genau. Alles klar. Also, in diesem Sinne, habt einen schönen Start in die Woche. Reingehauen, peace out und ciao. 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 I'm so in love with you.